Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute geht es weiter mit dem sechsten Teil unserer speziellen Videoserie, in der wir uns ja mit dem umfangreichen Thema flexible CNC-Programmierung genauer befassen. In unserem heutigen Video zeige ich weitere interessante Sinumeric CNC-Sprachbefehle auf. Die ersten fünf Folgen dieser Videoserie sollte man sich vorher schon alle angeschaut haben, da die Videos inhaltlich aufeinander aufbauen. Wer dies getan hat, weiß auch, dass ich immer den Einsatz eines digitalen Zwillings der CNC empfehle und hierfür selbst Run My Virtual Machine, die virtuelle Sinumeric One, nutze. Als erstes schauen wir uns heute den Umgang mit Textvariablen genauer an. In unserem zweiten Video hatte ich ja schon angemerkt, dass ich auf Textvariablen noch einmal etwas genauer eingehen werde. Diese Textvariablen, also die sogenannten Strings, können nämlich auch aktuelle Fertigungsinformationen beinhalten. Im zweiten Teil zeige ich dann noch, wie man diese Fertigungsinformationen aus den Textvariablen in Protokolldateien hinterlegen kann. Schauen wir uns jetzt die Zeichenketten, die sogenannten Strings, genauer an. Strings bauen auf Zeichen, den Characters, auf. Wie man sieht, ist das CNC-Programm bereits geöffnet. Ich definiere jetzt zuerst eine Variable vom Typ Character. Da passt genau ein Zeichen rein. Dann lege ich noch eine Variable vom Typ String an und gebe dieser Textvariablen eine bestimmte Größe. In unserem Beispiel hier sind es 100 Zeichen. Übrigens ist eine String-Variable nichts anderes als ein eindimensionales Array des Variablentyps Character. Ich weise jetzt der angelegten String-Variablen mit dem Namen MyString die Zeichenkette 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 zu. Wie man sieht, ist bei 5 in dieser Zeichenkette eine Lücke. Diese Lücke möchte ich jetzt auffüllen. Dazu weise ich der Character-Variablen die Ziffer 5 zu und schreibe dieses Zeichen an Index 5 in die String-Variable. Achtung! Hier muss man daran denken, dass der Index der Arrays immer mit 0 beginnt. Eigentlich ist es nämlich die sechste Stelle. Dann gebe ich den Text noch als Meldung auf dem CNC-Bildschirm aus. Werfen wir aber noch einmal einen Blick auf die beiden lokalen Anwendervariablen. Sie stehen zur Laufzeit des CNC-Programms im Bedienbereich Parameter in der Maske Anwendervariablen lokale LUD. Hier steht in der Variablen MyCharacter jetzt 5,3. Warum das? Ganz einfach, weil 5,3 der ASCII-Wert der Ziffer 5 ist. Und in der Variablen MyString ist die vorherige Lücke nun mit der Ziffer 5 aufgefüllt. Schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an, wie Strings verkettet werden können. Dazu definiere ich zuerst eine String-Variable mit dem Namen Time und dann noch drei Integer, also Ganzzahlvariablen mit den Namen Hour, Minute und Second. Der Variablen Hour weise ich dabei die aktuelle Stunde zu, die ich aus der Systemvariablen $a_hour auslese. Zur Erinnerung, Systemvariablen werden von Sinumeric automatisch bereitgestellt und beginnen immer mit einem Dollarzeichen. Im Sinumeric Listenhandbuch der Systemvariablen kann man diese im Detail nachschauen. Jetzt werden noch die aktuellen Minuten und Sekunden ausgelesen und ich weise der String-Variablen zuerst den Festtext Hochkomma, Time, Doppelpunkt, Blank, Hochkomma zu. Es folgt ein Sprachbefehl, bestehend aus den beiden Kleinerzeichen. Mit diesem Sprachbefehl werden Strings verkettet. Der Inhalt dieser Variablen Hour wird mit Hilfe dieses Sprachbefehls einfach angefügt. Der besseren Lesbarkeit halber setze ich zwischen Hour und Minute einen Festtext, bestehend aus einem Doppelpunkt. Analog verfahre ich mit dem Anfügen des Inhalts der Variablen Second. Blicken wir einmal auf die drei Integer, also auf die drei Ganzzahlvariablen mit den Namen Hour, Minute und Second. Sie haben jetzt die Werte 10, 33 und 20. Bei der Stringverkettung wandelt Sinumeric die drei Ganzzahlvariablen automatisch in die passenden Zeichenketten um.
Die Konvertierung von Datentypen wird übrigens nicht nur bei Textvariablen automatisch durchgeführt, sondern auch das Konvertieren von Ganzzahlen in Gleitkommazahlen und umgekehrt passiert automatisch. Ein schönes Beispiel, was man mit verketteten Stringvariablen so anfangen kann, zeige ich später noch. Schauen wir jetzt erst einmal, wie man den aktuellen Programmnamen auslesen kann. Geöffnet ist hier im Beispiel das Unterprogramm mit dem Namen my-subprogram.spf. Ich definiere dazu zuerst eine Stringvariable mit dem Namen name und weise diese den Festtext name Doppelpunkt blank zu. Aus der Systemvariablen $p-proc 0, wobei 0 hier in eckigen Klammern steht, wird nun der Name des aktuellen Programms ausgelesen und mit dem eben festgelegten Festtext verknüpft. Es stellt sich jetzt nur noch die Frage, was es hier mit dem Index 0 auf sich hat. Im letzten Video hatte ich über die Schachtelung von CNC-Programmen gesprochen. Es wurde aufgezeigt, dass Synumeric insgesamt 18 Programmebenen handhaben kann. Insofern muss man beim Auslesen des Programmnamens genau spezifizieren. Der Index 0 bedeutet, dass der Name des obersten aufrufenden Programms ausgelesen werden soll. In diesem Beispiel bedeutet das also, dass der Name des aufrufenden Hauptprogramms ausgelesen wird. Auf der Bedienoberfläche kann jetzt bei der Stringvariable name direkt der Name des aufrufenden Hauptprogramms abgelesen werden. Unterstrich n unterstrich my unterstrich main program unterstrich mpf. Kommen wir nun zum zweiten Teil in diesem Video, dem Protokollieren von Fertigungsinformationen, die wir in Textvariablen aufbereitet haben. Um zu zeigen, wie das geht, habe ich im Editor ein Unterprogramm zur Protokollierung geöffnet. Ich definiere hier zuerst eine Integer-Variable mit dem Namen Error. Warum? Sehen wir gleich. Die beiden Textvariablen Name und Zeit haben wir ja bereits erzeugt und gefüllt. Es folgt der Sprachbefehl, der dazu dient, Texte in Protokolldateien zu schreiben. Er lautet write. Der erste Parameter des write-Befehls ist Error. War der Schreibbefehl fehlerhaft, beispielsweise wenn der CNC-Speicher voll wäre, stünde in Error ein Wert ungleich 0. Es folgt als nächster Parameter der Name der Protokolldatei, in unserem Fall time-protocol. Gibt es diese Datei noch nicht, wird sie neu angelegt. Gibt es sie schon, wird der Text hinten angefügt. Der dritte Parameter ist die Variable name. Der Inhalt dieser Variablen wird ans Ende der Protokolldatei angefügt. Es folgt nochmals ein write-Befehl. Hier wird über den Parameter time ein Zeitstempel angefügt. Im dritten write-Befehl erzeugt der leere Text im dritten Parameter des Befehls eine Leerzeile in der Protokolldatei. In der folgenden if-endif-Kontrollstruktur steht in Error ein Wert ungleich 0, wenn beim Schreiben etwas schief geht. Sollte dies passieren, würde eine Meldung auf den CNC-Bildschirm ausgegeben werden. Schauen wir uns die Protokolldatei mal etwas genauer an. Sie trägt die Endung mpf und ist nichts anderes als ein CNC-Programm. Die erste Zeile eines Eintrags beinhaltet den Namen des aufrufenden Programms, hier also my-main-program. In der zweiten Zeile des Eintrags steht die Zeit. Im ersten Eintrag ist das 13.11 Uhr und 31 Sekunden. Wie in der Protokolldatei zu erkennen, wurde dieses Programm noch zwei weitere Male gestartet. Schauen wir uns den CNC-Werkstückordner Synumeric Live an. Hier liegt das aufrufende Hauptprogramm sowie das Unterprogramm für die Protokollierung. Auch hier liegt die Protokolldatei. Wenn im Write-Befehl nicht explizit ein anderer Speicherort angegeben ist, wird die Protokolldatei im selben Ordner wie das Programm mit dem Write-Befehl abgelegt. In diesem Beispiel stand der Write-Befehl im Unterprogramm. Kommen wir jetzt noch zu einem interessanten Beispiel. Wenn ich als CNC-Programmierer in der Arbeitsvorbereitung wissen möchte, wann mein Programm in der Fertigung genutzt wurde, kann ich dafür einen Zeitstempel direkt ins ausgeführte CNC-Programm schreiben. Um das zu machen, erweitern wir das Unterprogramm für die Protokollierung. Die Variable für die Zeit ist ja bereits vorhanden. Es fehlt noch die Variable für das Datum. Hierzu wird Monat, Tag und Jahr aus den Systemvariablen ausgelesen und zu einer Textvariablen verkettet.
Dann folgt wieder der Write-Befehl mit dem Parameter für mögliche Fehler. Als Namen nutzen wir die Systemvariable für das aktuelle Programm. 0 adressiert hierbei die oberste Ebene, also unser Hauptprogramm. Und genau dort fügen wir die Textzeile an. Zuerst eine Zeile mit dem Festtext executed, also ausgeführt. Dann folgen das Datum und die Zeit sowie eine Leerzeile. Am Ende steht dann wieder die if-end-if-Kontrollstruktur, um auf eventuell auftretende Fehler beim Schreiben zu reagieren. Wenn wir das Hauptprogramm jetzt anschauen, stellen wir fest, dass unsere Meldezeilen tatsächlich hinter M30 angefügt wurden. Jeder Programmaufruf wurde hier jetzt mit Datum und Zeit protokolliert. Beim Blick auf den Werkstückordner sieht man, dass die Protokolldatei jetzt das Hauptprogramm ist. Bis hierhin erstmal. In unserem letzten Video werde ich übrigens noch ein paar weitere hochinteressante Sprachbefehle vorstellen. Und zum Schluss noch mein obligatorischer Hinweis: Keinesfalls den CNC4U Newsletter versäumen, denn er informiert immer über Aktuelles und Wissenswertes rund um die Anwendung von Synumeric. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.